Zum einen haben wir die Geschichte ausgedacht und dann dachte ich, ja, irgendwie muss man das natürlich produzieren, also bin ich in dem Fall auch Produzent. Dann habe ich das Drehbuch dazu geschrieben, dann habe ich die Musik dazu gemacht, dann dachte ich, ja, da spiele ich natürlich dann auch irgendwie mit. Und dann habe ich nach dem Schloss geguckt, dann habe ich mir eins gemietet, habe nach den Kostümen geschaut, habe Requisiten gebastelt, habe mir die Schauspieler dazu eingeladen, gecastet und dann haben wir losgelegt. Ja gut, das mit dem Hund war ganz witzig, weil der war relativ lässig, lustig drauf und hat halt das gemacht, was er wollte und nicht unbedingt das, was wir wollten. Aber das ging dann halt ein bisschen länger und haben halt das dann rausgeschnitten, was wir gebraucht haben, sodass wir die Szene in der Kiste hatten. Ja, ich glaube, jeder, der einen Film dreht, fertig macht und dann sich den später nochmal anguckt, in einem gewissen Abstand, würde vielleicht das eine oder andere nochmal ändern. Aber ich glaube, so von der Geschichte aus, es kommt jetzt rüber, dass die Zufriedenheit wichtig ist, dass man sich, wenn man was sich wünscht, dass man nicht alles unbedingt kriegen kann, erstens das, und dass man mit dem zufrieden ist, was man hat. Und vor allem, was mir ganz wichtig war, klein und clever, die Mädels überführen den Gangster und das kommt da irgendwie rüber und ich glaube, von dem her würde ich das. Ja gut, ich glaube, eben gerade wie angesprochen schon, genau das, dass man halt sagt, ich habe einen Wunsch, hey, was soll ich mir denn wünschen? Eigentlich habe ich alles oder was soll ich mir wünschen? Lieber zwei Wünsche, vielleicht kann ich einen. Das nach wie vor wahrscheinlich vermehrt mein Thema als früher. Früher waren die Wünsche sicher einfacher gestrickt, weil man hatte nur ein Spielzeug und war damit zufrieden. Heute wird man erschlagen und ist nicht zufrieden. Das ist unglaublich spannend eigentlich. Und mit dem Thema, ich glaube, das ist aktueller denn je. Ja, also ich glaube, die Themen, die drin sind, was ja auch noch wichtig ist, die arbeiten im Team, die zwei Mädels. Auch das ist ganz wichtig. Hey, ich bin nicht allein. Ich habe Freunde, ich habe Freundinnen. Ich bin nicht allein. Ich kann mir Unterstützung holen, ich kann mir Hilfe holen. Und hey, zusammen schaffen wir das, wenn ich ein Problem habe. Okay, die erste Frage war neue Ideen. Ja, also ich hatte mein erstes Märchen, die unzufriedene Prinzessin, gemacht. Da kam dann gleich anschließend diese Idee zustande. Und wenn du dann mal im Märchenfieber bist, dann denkst du das und hier noch, ich habe nur zwei in der Schublade oder eigentlich drei Ideen, die ich noch nicht umgesetzt habe. Im Moment habe ich jetzt mal eine kleine Legende, und zwar die Schwäbische Eisenbahn verfilmt von Bäuerle mit seiner Ziege. Mit echter Kuh, echtes Huhn und ja, habe das gemacht. Dann bin ich gerade an einem Spielfilm dran, da geht so über eine Zeitreise. Da bin ich gerade dabei und das nächste Märchen, weiß ich nicht, wird kommen, ganz bestimmt, weil Märchen ist toll. Meine Lieblingsmärchen, Rumpelstilzchen, finde ich voll toll. Und der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Den einen Diener stolpern zu lassen. Und der ist auch schön gefallen, da sind die Schuhe alle rumgeflogen und das war nett. Die Prinzessinnen sind voll toll drauf, als sie so aushecken, was sie jetzt dann so, wie sie den Gaune überführen können. Das finde ich total nett. Ja, die Mädels waren wirklich gut drauf.